Ja, moin, moin, Leute. In den Kommentaren wurde ich gefragt, ob ich nicht mal einen Videoguide machen kann zum Stationsscannen und was die ganzen Farben im Scan-Modus bedeuten. Ich werde mal mein Bestes geben und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier eine Maja-Schneckenzuchtanlage mir mal rausgesucht. Scanfortschritt 0%. So, Hülle 100% und wir sehen keinen Laderaum. Wir sehen erstmal so nix. Wenn wir auf die Informationen gehen, sehen wir hier, also ihr könnt es auch auf der Karte machen hier, Rechtsklick, Information, seht da eigentlich mal überhaupt nichts. Überall nur Fragezeichen, angedockte Schiffe, gut, haben wir jetzt 0, Handelsangebote, Manager, Name, das fehlt alles, Laderaum, hier ist überhaupt nichts, nichts an Daten. Und das liegt daran, dass wir die einfach noch nicht gescannt haben. Also ab Shift und 2 in den Scan-Modus. Und dann anfangen, die Station Modul für Modul zu scannen. So, da haben wir doch schon das erste. Das Ding ist grün. Warum ist das eigentlich grün? Das soll eigentlich gelb sein. Oder nee, das sind alles. Na, wir gucken mal weiter. Das hier ist ein Wohnmodul. Das ist blau. Dann haben wir schon 30% geschafft. Und wir wollen natürlich hier nicht irgendwo hinkrachen. Das hier sieht nach Verteidigung aus. Die müsste gleich rot werden. Na, wer schimpft denn hier rum? Ich mache jetzt mal 47%. So. 47%. Da müssten wir jetzt schon ein bisschen mehr sehen. Aha. Gefüllte Kapazität. Container, Laderaum 38.000. Das sehen wir schon mal. Laderaum sehen wir auch schon den Füllstand. Was haben die? Und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass die kein Nostropöl haben und Energiezellen auch knapp sind. Damit haben wir schon genug Informationen, wenn wir handeln wollen. Ja, wenn wir die unterstützen wollen, müssen wir jetzt Nostropöl und Energiezellen hinschaffen und dann kann ja auch wieder weiter produziert werden. Ansonsten fehlen uns immer noch. Gut, jetzt haben wir das Stationsschiff. Die Sicherheitsschiffe, die sehen wir jetzt. Aber viel mehr auch nicht. Gucke ich mal gerade, kann man hier rein? Nee. Das kann man ja nicht sehen. Oh, jetzt sind wir schon bei 66%. Bin ich hier noch ein bisschen rumgedriftet? Und so kann man sich hier jedes einzelne, hier das ist zum Beispiel ein Lagermodul. Aber das hat man, glaube ich, schon, oder? So, ich muss mal kurz das gucken. Und da bin ich auch schon wieder. Ich musste nur mal kurz gucken, wie ich an die einzelnen Module rankomme. Ich habe das ganz vergessen. Einfach auf der Karte. Da seht ihr hier die, also die ist normalerweise zu, die klappt. Seht ihr hier die Maja-Schneckenzuchtanlage, wo wir gerade sind. Und die kann man jetzt aufklappen. Und hier kann man die ganzen einzelnen Module sich anschauen. Produktionsmodul, das haben wir noch nicht. Das können wir jetzt erstmal markieren mit T. Wo ist es? 1,8 Kilometer. Wo ist es? Da oben. Oh, jetzt komme ich wieder ins Schlingern. Das war schon immer so. Ah, hier. Das ist die Produktionsanlage. Zack, haben wir gescannt. Gehen wir mal auf 0. Gucken nochmal. Ja, jetzt haben wir Produktionsmodul, Maja-Schneckenproduktion. So, Lagermodul haben wir schon. Wohnmodul haben wir auch. Dockmodule haben wir beide. Verteidigungsmodule. Da fehlt uns noch eins. Und das müsste dann das letzte sein. Und dann müssten wir so auf 100% haben. Zzt. Hoffe ich.
Einfach nur zack, genau. Sehr schön. So, klick mal die Station an und wir haben 86. Geht wohl nicht immer auf 100. Wahrscheinlich fehlen jetzt noch die ganzen Verbindungsteile. Können uns ja mal ein bisschen von der Station entfernen. Da sieht man nämlich auch die Farben etwas besser. Ja, so sieht das super aus. So sieht das super aus. So, wir haben, das hier ist blau, das sieht man nicht ganz so gut. Das sind Wohnmodule. Orange sind Produktionsmodule, das ist hier. Rot ist Verteidigung. Da seht ihr hier die drei Verteidigungsmodule ringsherum um das Docking-Modul. Gelb sind Docking-Module. Grau sind die Verbindungsstücken, wie das hier. Das ist ein Verbindungsstück. Und was habe ich noch vergessen? Grün die Lagermodule. Genau, da unten. Da haben wir ein Lagermodul. Die sind grün. So, und jetzt haben wir ja fast alles komplett. Und jetzt müssten wir ein paar mehr Infos kriegen. Ah, das sieht ja schon viel besser aus. Jetzt wissen wir, wer ist Manager? Wie gut ist der gelevelt? Wie viele Untergeordnete hat er? Also wie viele Schiffe, die der Station angehören? Das sind ja nur diese beiden Sicherheitsschiffe. Wir haben die Hüllenanzeige, wie viel Hülle die haben. So, das hatten wir ja schon. Dann gucken wir mal. Die Schiffe, die haben wir auch. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel auch Drohnenverhalten, Kapazität 46 Drohnen. Welche Raketen sind hier installiert? Und die ganze Ausrüstung, Schildgeneratoren. Ja, Zielverfolgung, na, das sind Raketenwerfer, Plasmageschütze. Da sehen wir gleich, was alles auf der Station installiert ist. Das können wir auch über die logische Übersicht sehen. Da sehen wir zum Beispiel auch, dass hier ein Mangel herrscht. Wenn wir nichts gescannt haben, sehen wir hier natürlich überall nur Fragezeichen, haben keine Ahnung wie und was. Aber wir haben ja alles. So, sind nicht genug Energiezellen da. Nussdropöl wäre jetzt in dem Fall nur für die Arbeitskräfte. Also müsste man nur Energiezellen hinschaffen und dann könnte weiter produziert werden. Drohnen sind 46 Stück, also wenn wir die angreifen. Gucken wir mal, 15 Frachtdrohnen, 27 Verteidigungsdrohnen. Die würden dann auf uns losgehen, wenn wir die Station angreifen. Also man kann wirklich fast alle. Oh, ich kann mir auch noch Wirtschaftsstatistiken anzeigen lassen, die jetzt aber nicht so wichtig sind. Also für Handel und für Krieg, eigentlich für alles, ist das hier interessant zu wissen, was welche Station wie hat. Und so einfach ist das. Einfach nur in Scan-Modus. Und dran vorbeifliegen an den Modulen. Es sollte auch ohne gehen. Wenn wir den ausmachen, dann können wir hier genauso scannen. Aber ich habe ja jetzt Großteil schon gescannt. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, welches Verbindungsmodul. Weil die sind ja sowieso grau. Nee, das ist ja hier so ein T-Stück hier. Nee. Also man kriegt sie auch nicht immer auf 100%. Das ist natürlich wieder das beste Beispiel dafür, dass es nicht immer geht. Vielleicht habe ich auch irgendein Modul jetzt hier vergessen. Das habe ich hier gescannt. Warum ist das Boing, Ying Shepard? Warum ist das nicht blau? Scheinbar, oder das ist, naja, ein sehr schwaches Blau. Okay. Ah, hier, das fehlt doch noch, wa? Nö, das ist, hat schon die richtige Farbe, gelb. Na gut, sei es drum. Ist immer so, 86% haben wir. Wir haben auf jeden Fall alle Informationen, die wir bekommen wollen. Und wenn ihr nur den Lagerraum, den Füllstand, was haben die an Waren sehen wollt, braucht ihr nur, weiß nicht, 40, 50%. Mehr braucht ihr da nicht. Das ist auch immer ganz gut, wenn ihr Schiffswerften zum Beispiel unterstützen wollt. Wenn ihr damit die Fraktion weiter Schiffe bauen können, müsst ihr das ja sehen. Und deswegen ist das eine ganz gute Info. Also ganz gute Maßnahme, erstmal Schiffswerften, Raumdocks ein bisschen abscannen, dass man das sieht und dann weiß man immer, was denen fehlt. Ja, das war's schon. Und ja, dann freue mich schon auf die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.